Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zur 10. Folge unseres Podcastes Berlin Geschichte. Ich begrüße meinen guten, lieben, alten, uralten Freund Jan. Hallo Christoph. Geschichtler, Philosoph und Politiker. Ja, viel beschäftigter Mann in den heutigen Zeiten. Ja, Janni, du hast heute die beste Laune mitgebracht. Wir haben heute Herrentag. Ja. Oder Christi Himmelfahrt. Also wir haben Christi Himmelfahrt und auch Herrentag, so. An alle nochmal zur Erinnerung, es gibt unsere Homepage www.podcastberlingeschichte.com. Auch sind wir bei Facebook. Und wir sind auch bei YouTube. Komischerweise haben wir kaum Klicks bei YouTube. Hm. Naja, mag vielleicht am langweiligen Standbild liegen. Oh, ja, könnte man nochmal überarbeiten. Muss ich nochmal jemandem Bescheid sagen. Christi Himmelfahrt. Ja, ja, ich habe gleich noch einen Termin. Ich muss noch nach oben. Bitte teilen, linken, liken, abonnieren. Und heute haben wir auch das Pokalfinale. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt im Fußball. Und deswegen nehmen wir heute schon 18 Uhr auf, damit Janni, ja, das Spiel nicht verpasst. Aber ich bin heute auch mal interessiert. Ich gucke mit. Oh. Wir gucken es ja zusammen. Berichtigungen, Ergänzungen der Vorwoche. Hm. Janni, ich hatte dich ja, du hast ja gesagt, es gibt einen Fachbegriff dafür, Probleme zu lösen, die man selbst verursacht hat. Hast du es rausgekriegt? Und sich dafür dann feiern zu lassen. Nee, ich habe nicht rausbekommen, leider. Ich habe auch nicht wirklich gefunden, wie ich danach vernünftig google, ohne diverse andere Problemlösungen in der Politik und Verhalten vorgeschlagen zu bekommen. Wir hätten vielleicht noch jemanden fragen müssen, der sich damit auskennt. Also ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt, aber die Person wusste auch nichts. Vielleicht habe ich mir das ausgedacht. Vielleicht kann ich einen neuen Fachbegriff dafür erfinden. Ja, vielleicht. Vielleicht fällt er dir ja ein, noch der Begriff während der Folge. Oder wäre auch eine tolle Sache, diese Frage können wir mal ins Publikum geben, wie groß es auch sein mag oder klein. Also vielleicht weiß jemand den Fachbegriff und postet uns irgendwo hin. Ich hatte übrigens gesagt, Raubrittertum, Law and Order. Das ist natürlich das komplette Gegenteil. wie hieß das richtig? Chaos and Disorder? Ja, genau, richtig. Ja. The opposite, genau. Wollen wir mal klatschen? Ja. Das klingt immer so schön in der Aufnahme. Ja, ich dachte mir auch, das will ich ein paar Mal hören. Nicht nur bei Punkt 4, der Interessierte, die Interessierte der Woche, Janni. Hm. Wir haben unseren ersten Post auf unserem Blog von der lieben Maya, die sich bedankt hat für den Podcast und gefragt hat, wie lange wir das machen. Liebe Maya, ich habe dir ja schon geschrieben, wir haben eigentlich vor, das wirklich bis zu Ende zu führen und vielleicht enden wir bei der Corona-Krise Berlin in 10 Jahren. Aber wir bekommen ja jetzt gerade relativ schnell voran. Wir machen das ja chronologisch, aber man darf auch nicht vergessen, die Geschichtsschreibung, die ist da noch nicht so aus. Also es gibt noch nicht so viel über Berlin zu berichten. Dann kommt noch hinzu, dass Berlin wirklich in dieser Zeit noch sehr klein ist, relativ unbedeutend ist und wir uns deswegen in diesen Jahren wirklich auch auf den politischen, historischen Kontext beziehen, stürzen. Ja, sehr gerne, Maya. Wir machen weiter. Wir werden ewig weitermachen. Wahrscheinlich bis wir 100 Jahre alt sind und dann selber uns selbst als Zeitzeugen einladen können und berichten können, wie das damals war in der Corona-Krise. Oder was bis dahin noch in der Geschichte alles passiert sein wird. Und liebe Maya, liebe andere Hörerinnen und Hörer, Interessierte, natürlich können wir auch mal Wunschthemen annehmen, die wir denn auch schon vorher bearbeiten. Ja, also liebe Maya, du bist die Interessierte der Woche. Juhu. Ich freue mich, das Klatschen herzuhören in der Bearbeitung. Ja, Janni, wie hatten wir letztes Mal abgeschlossen? Wir hatten ja die Raubritter und wir haben den ersten Hohenzollern eingeführt. Genau, dazu würde ich gerne noch was sagen, dass den Friedrich den VI., der dann Friedrich der I. von Brandenburg wurde, was, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist, ist, glaube ich, wie er dann genau Kurfürst von Brandenburg und Markgraf wurde, das würde ich gleich nochmal ergänzend einleiten. Und ich würde gerne die Folge auch nochmal insofern einleiten, dass wir heute ja auch eine sehr große Kontextfolge haben. Und vielleicht muss man den Podcast auch Bernau-Geschichte nennen. Nein. Also wir werden heute, nein, machen wir natürlich nicht. Aber wir werden heute mal ein bisschen was über den bekannten, sehr nahen Ort Bernau bei Berlin berichten. Und uns werden heute drei wichtige Jans begegnen. Der eine sitzt mir gegenüber. Der zweite Jan ist Janni? Jan Hus. Und der dritte? Jan Tschischka. Ah, das klingt slawisch. Ja, ein tschechischer Krieger. Oh. Aber dazu später mehr. Ja, Janni. Ja, beliebter Name. Beliebter Jan. Name.
Damals wie heute. Ja, Bernau, wo liegt das, Christoph? Bernau liegt im Nordosten der Stadt. Ja. An der S1. Ja. S1. Ja, hat auch noch so eine mittelalterliche Stadtanlage. Ja, großes Herzzentrum. Mhm. Ja, werden wir nachher ein bisschen was zu hören, denke ich ja. Genau, richtig. Janni, was möchtest du noch erzählen über unseren ersten Markgrafen? Ja, über Friedrich I. Das wollte ich nochmal in den Kontext setzen, so 1411. Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 1411. Und ich habe noch eine lustige Quelle gefunden, und zwar von einem Peter Haftitz. Der hat 1599 ein Buch geschrieben, und zwar heißt das Buch Mikrochronikon Marcicum, also so eine kleine Chronik der Mark Brandenburg. Und der bezieht sich da auf ältere vorhandene historische Quellen, also 1599 geschrieben, aber er hat wohl auch abgeschrieben von ein paar anderen. Ja, der war Lehrer in Berlin und Köln tatsächlich, also wie man damals halt so Lehrer war, ne? So Privatgelehrter, und dann hat er an den Schulen unterrichtet, da werden wir später auch nochmal so erzählen, dass dann einige Klöster in Gymnasien umgewandelt wurden, und in einem von denen war er Rektor. Und der hat halt so eine kleine Chronik der Mark geschrieben, und das ist ganz interessant, da kann ich nochmal aus dem Jahre 1411 zitieren. Anno Christi 1411 freitags nächst für Sankt Antoni des Beichtigers Tag, also Markgraf Jodokus zu Brandenburg zu Brünne in Mähren von dieser Welt abgescheiden, ist die Marke wieder gefallen an den Herrn Sigismundum König von Ungarn, Kaiser Karoli für 4 Sohn, welcher in die Marke zu Brandenburg geschickt hat Herrn Wenden von Ilenburg, Ritter, und Herrn Johann Waldo, Propst zum Berlin, zu ersammeln die Städte und den Adel der ganzen Marke seinen Willen und Meinungen ihnen vorzutagen und anzuzeigen. Dieselben haben sie alle versammelt zum Berlin, am Sonntage Oculi in den Fasten, und alle und jede in Sonderheit gefragt, ob sie Herrn Sigismundum als einen rechten Erbherrn der Marke erkennen und annehmen wollen. So haben sie eingemutlich geantwortet, dass sie sonst keinen anderen Erbherrn wüssten oder erkennten als hochgedachten König in Ungern, sind also höchlich erfreut und eines solchen Herrn wegen in Hoffnung, dass durch sein löblich Regiment die Marke zu einem langen Zeit in Irrunge, Unruge, Zwiespalt und Kriege schwebt, nunmehr zu Friede, gewünschter Ruhe und guten Zustande kommen würde. Kann der kein Deutsch? Ja, das war früh Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Die deutsche Sprache war auch im Laufe der Jahrhunderte natürlich immer einem Wandel unterlegen. Verstehst du? So mit den ganzen Dialekten, Regiolekten und so Grammatik. Was ich da interessant finde, sie alle versammelt zum Berlin. Das hatten wir mal in einer der ersten Folge. So Totem Berlin, dass Berlin immer als so Dativ gebraucht wurde, also beim Berlin versammelt. Mhm. Als ob Berlin wirklich nur so ein weitergefasster Ort ist. Das kommt da irgendwie noch so durch in der Sprache, finde ich ganz lustig. Wann hat der nochmal gelebt, dieser Lehrer? 1599. Der hat gelebt, das kann ich dir auch genau sagen. So genau kann ich das jetzt gar nicht sagen, ist auch gar nicht so spannend. Also er hat dann um 16. Jahrhundert rum gelebt. Ja, da beschreibt er die Heimfall der Brandenburg, der Mark Brandenburg, an Kaiser Sigismund, weil Jobst von Mähren gestorben ist. Ne? Sigismund, wissen wir noch, der hat die Mark ja damals an Jobst von Mähren verpfändet, der ist dann gestorben und ist dann auch nicht Kaiser geworden, sondern Sigismund ist dann König geworden und dadurch ist sein Lehen wieder an ihn zurückgefallen. Und wir erinnern uns, dass Sigismund der Nachfolger von Karl IV. Ist, auch aus dem Hause Luxemburg. Genau. Und der Bruder von Wenzel, der wiederum in Böhmen König ist. Genau. Die haben da die Hausmacht da so ein bisschen aufgeteilt, die Luxemburger. Ne? Er war dann König in Ungarn, später Böhmen und später Kaiser im Heilig-Römischen Reich, der Sigismund. Ja, umtriebiger Mann in der Zeit. Ne? Ich wollte auch an der Stelle auch nochmal ergänzen zu Friedrich. Es gibt ja die süddeutsche Zählweise, da ist er ja Friedrich VI. Und hier ist er dann Friedrich I. der Brandenburger, ne? Na, er war der 6. Burggraf von Nürnberg und der 1. Markgraf, 1. Kurfürst von Brandenburg mit dem Namen Friedrich. Gut, das waren jetzt die Hohenzollern und nicht mehr die Wittelsbacher. Ja, Friedrich war ja schon, wir haben ja auch schon gelernt, der war ein Dienstmann am Hof von König Sigismund in Ungarn und hat ihm dann ja auch bei der Königswahl geholfen durch diplomatisches Geschick. Und Friedrich wird dann von Sigismund 1411 installiert als Verwalter in der Mark Brandenburg, ne? Und muss sich das dann aber auch erstmal da irgendwie unterwerfen. Und da schickt er, das hatte ich letztes Mal auch nicht richtig erwähnt, da schickt er erstmal einen Verwalter vor. Also einen Gesandten vor. Der wird dann aber als Nürnberger dann fortgejagt. Und darum muss er dann persönlich in der Mark erscheinen. Und um seine Forderung da durchzusetzen, bringt er gleich erstmal eine ganze Armee mit.
Oh, muss ich da selber aufkreuzen. Ja, genau. Er dachte, es reicht, wenn ich da einfach, ich habe ja auch viel zu tun. Ich bin ja im Dienst vom König, Beamter und habe da viel zu erledigen. Und dann hat er gemeint, okay, wenn der Tant von Nürnberg, wenn da jetzt der Ritter halt wieder weggeschickt wird, wenn die Quizzos da sagen, ihr könnt euch mal alle verziehen, dann tauche ich nochmal selber auf mit einer kleinen Armee. Er wollte halt sozusagen das Verwesen Berlins dirigieren. Genau, er wollte das schon selbst verwesen. Ja, genau. Das ist dann auch 1412, am 4. Juli, kann ich nochmal auch zitieren, weil sich der märkische Adel und die Städte geweigert haben, den Ritter Wendt von Ileburg als Vertreter Friedrichs VI., der verächtlich als Tant von Nürnberg bezeichnet wird, zu huldigen, erscheint der neue Landesherr mit einer Streitmacht vor Berlin, um seine Rechte als Statthalter notfalls mit Waffengewalt durchzusetzen. Der Rat lässt jedoch das Tor öffnen und heißt den Hohenzollern mit einer Tonne Bernauer Bier willkommen. Du öffnest den Rahmen quasi, weil der wird geschlossen in dieser Folge mit dem Bernauer Bier. Das ja, steht da. Also Bernauer Bier, Bernau war eine richtige Bierstadt, da hat jeder Zweite hat da Bier gebraut. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Ja, wir drehen uns heute auch wieder ab und zu mal ein bisschen im Kreise. Na, also dann, also er wurde in Berlin empfangen und dann gab es noch einen Umritt, dann haben die Dörfer gehuldigt, in Brandenburg war da, hat sich da auch huldigen lassen. Dann wird Friedrich der Erste, der Sechste damals noch, am 30. April 1415 wird er Markgraf, Kurfürst und Erzkämmerer des Heiligen Römischen Reiches auf dem Konstanzer Konzil. Dazu erzählen wir gleich auch noch etwas. Also dort wurde dann Friedrich der Sechste von Kaiser Sigismund mit einer großen Zeremonie mit allen Sachen belehnt. Ne? Ich lese nochmal vor aus einem Buch von nochmal Geschichte Berlin von Ribbe. Dem militärischen Erfolg schloss sich bald auch der politische an, denn am 30. April 1415 verlieh König Sigismund auf dem Konstanzer Konzil dem Burggrafen Friedrich als bisherigen Hauptmann und Verweser der Mark Brandenburg die Würde eines wirklichen Markgrafen, Kurfürsten und Erzkämmerers des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. In einem großartigen öffentlichen zeremoniellen Schauspiel ebenfalls in Konstanz auf dem oberen Markt empfing Markgraf Friedrich am 18. April 1417 von König Sigismund dann die feierliche Belehnung mit der Mark Brandenburg und allen Rechtstiteln, sodass die Pfandübertragung und damit die theoretische Möglichkeit einer Einlösung durch König Sigismund und seinem Bruder aufgehoben und das Pfand in einen erblichen Besitz umgewandelt wurde. Also ab diesem Zeitpunkt kann man dann sagen, ist wirklich die Mark Brandenburg komplett unter Herrschaft der Hohenzollern und dann haben die Luxemburger da eigentlich auch nichts zu melden. Eine andere Sache, die zwischendrin auch noch passiert ist, ist im Herbst 1415, da erfolgt nämlich die Erbhuldigung durch die Landstände im Franziskanerkloster in Berlin. Also da wurden alle Ritter, Adligen und der Klerus nochmal eingeladen und die Bürger der Städte, dass sie da auch nochmal dem neuen Lehnsherrn huldigen mussten. Das war dann 1415 und während dieser ganzen Zeit fand auch das Konstanzer Konzil statt, wozu wir ja gleich noch was hören werden. Genau, am 18. Oktober, Kurfürst Friedrich I. nimmt auf einer Ständeversammlung in Berlin-Köln die Huldigung der Spreestädte entgegen. Im anschließenden Umritt durch das Land erkennen auch die Dörfer und Flecken der Mark Brandenburg als Landesherren an. Und am 21. Oktober die brandenburgischen Stände leistet Markgraf Friedrich im Berliner Franziskanerkloster eine zweite Huldigung, die sogenannte Erbhuldigung. Was sie auch ihm und seiner Familie dann für immer Treue schwören. Ja, und was wir gerade schon erwähnt haben, ist das Konstanzer Konzil. Das war ein großes politisches Event in dieser Zeit. Und Sigismund war dort öfter und Friedrich der Erste war dort auch öfter. Ne? Aber das war eigentlich nur eine Randerscheinung. Eigentlich ging es bei diesem Konzil ja etwas um etwas ganz anderes, richtig, nicht wahr? Es ging um das abendländische Schisma. Das heißt, in dieser Zeit, und das, was du so schön uns erzählt hast, ist und bleibt schon auch ein Nebenschauplatz des Konstanzer Konzils. Es ging im Wesentlichen darum, dass im abendländischen Schisma die Kirche zwei, beziehungsweise später den drei Päpste hatte. Das heißt, die Kirche war zutiefst gespalten und war begleitet von auch reformatorischen Strömungen vor dem Luther-Thesenschlag von Leuten wie zum Beispiel Meister Eckert, die in Kirche anders denken wollten, oder auch Jan Hus, auf den wir zu sprechen konnten, auf die Kirche reformieren wollten, keinen Papst haben wollten, eine Kirche haben wollten, die sich nicht bereichert. Und ich würde sagen, bevor wir auf die sogenannte Hussitenbewegung kommen und auch auf die Hussitenkriege, die bis vor die Tore Berlins führen, möchte ich dir, Janni, das ganz tolle Interview von Ruth Bader vorspielen. Ruth Bader leitet das Bodenseeforum und sie hat
Wesentlichen die 600-Jahr-Feier des Konstanzer Konzils mit organisiert vor wenigen Jahren. Und sie hat sich bereit erklärt für ein Interview. Ruth Bader. Hallo. Hi. So, jetzt startet die App. Ich glaube, das macht es immer so ein bisschen rauschig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Total cool, wirklich. Darf ich vorab eine Frage stellen? Na klar, jeder. Wieso machen Sie diesen Podcast? Naja, also mein Freund Jan, mein Kompagnon, wir sind zusammen im Magdeburg groß geworden, haben immer so in unserer Freizeit so Spaziergänge gemacht und er ist so total geschichtsversiert. Ja. Und dann haben wir einfach, da habe ich mir mal gesagt, mein Freund Jan, der hat so viel drauf und so viel Ahnung davon, da muss ich mal ein Mikrofon laufen lassen, weil das ist auch nicht so der Freund, der das denn in irgendeine Form presst. Und das wollte ich, indem wir diesen Geschichtspodcast machen über Berliner Welt, bei dem Berlin wohnen. So daraus ist ein bisschen entstanden, ja, dass wir über sowas eigentlich immer erzählt haben, so beim Bier mit einem Spaziergang durch die Stadt. Ne, und ja. Genau, ja. Aber es wird auch ganz gut angenommen. Also wir haben auch wirklich schon ein paar Hörer und haben immer auch wieder mit Gastauftritten so gearbeitet. Wenn es so um den historischen Kontext geht, so wie bei Ihnen jetzt, dann holen wir uns Leute von extern. Gibt es auch den Medizin-Podcast? Also wo Sie also, dann medizinische Dinge erklären? Also ehrlich gesagt, ja, plane ich das tatsächlich. Naja, Frau Bader, Sie haben ja eine ganz prominente Namensvetterin, ja? Wissen Sie das eigentlich? Ja, die aber leider verstorben ist. Ja, und einen zweiten Nachnamen hat. Genau. Okay. Die aber nicht meine Eltern inspiriert hat, das muss man sagen, weil damals hatte sie noch nicht den Ruf und den Namen. Okay. Das ist, genau, die ist doch gerade erst verstorben, ne? Vor 2020. Ja, genau. Frau Bader, Sie sind Geschäftsführerin des Bodenseeforums. Na, wollen Sie mal ganz kurz sagen, was das ist, das Bodenseeforum, was das macht? Das Bodenseeforum in Konstanz ist ein Veranstaltungshaus. Wir machen Kongresse, Tagungen, Messen, aber auch kulturelle Veranstaltungen für die Bürger in der Stadt und für die Region. Und 2017 war dann quasi Ihr Schicksalsjahr, ne? Was verbindet Sie beruflich mit dem Konstanzer Konzil? Ich hatte das große Glück oder die große Ehre, für 2014 bis 2018 die 600-Jahr-Feier des Konstanzer Konzils leiten zu dürfen. Das heißt, wir waren ein Team, die gemeinsam mit Institutionen aus Kultur, Gesellschaft, Bildung, Wissenschaft, Kirche, Veranstaltungen geplant und durchgeführt haben, die eben an diesen größten mittelalterlichen Kongress erinnert haben. Und das war eine wundervolle Aufgabe. Ich durfte das sogar schon ab 2009 vorbereiten. Das heißt, ich habe eigentlich 10 Jahre lang für das Konstanzer Konzil gelebt. Toll. Ich habe das ja alles vorher nicht gewusst. Was ich damit beschäftigt, versteht die Dramaturgie, die in Game of Thrones steckt, in den ganzen Mittelalterfilmen, wenn man gerade so an Jan Hus denkt, ne, und dann die rote Hochzeit bei Game of Thrones, ne, das ist die ganze Dramaturgie, die da aufgegriffen wird, oder? Na, beziehungsweise es ist eine unglaublich spannende Zeit, weil eben teilweise ist sie noch im Mittelalter verhaftet, eben auch in der Überzeugung, dass wenn man Menschen verbrennt, man auch ihre Ideen und Gedanken verbrennen kann. Und gleichzeitig ist sie eigentlich schon unglaublich fortschrittlich, ist auf ein gemeinsames Europa so ein bisschen fokussiert. Das heißt, es ist eine Zeit voller Umbrüche und das macht sie unglaublich spannend. Und sie ist gar nicht so fern von uns, wie wir vielleicht manchmal denken. Also wenn man sich näher damit beschäftigt, entdeckt man eben vieles, was sogar mit uns heute noch zu tun hat. Und dann kommen eben wieder die Momente, also ich nenne es die Game of Thrones Schocker-Momente, wo man denkt, nee, Gott sei Dank sind wir da wesentlich weiter. Warum wurde das Konstanzer Konzil denn überhaupt veranstaltet, Frau Bader? Das späte Mittelalter oder das frühe 15. Jahrhundert hatte ein großes Problem. Es gab 3 Päpste und eben die Kirche, der Glaube, die Religion spielte noch eine wesentlich größere Rolle. Das heißt, Europa war zutiefst gespalten und auch die Herrscher wussten nicht so genau, zu welchem Papst sie denn jetzt halten sollten. Hinzu kommt König Sigismund, der eben römisch-deutscher König war, wollte sich zum Kaiser krönen lassen. Bei 3 Päpsten das Problem, welcher Papst ist denn jetzt der rechtmäßige, der mich krönen soll. Also man merkt, also dieses 3 Päpste, diese Spaltung hat einfach Europa in allen Bereichen durchzogen. Und es war eben dieser König Sigismund, der da wieder eine Einheit herstellen wollte. Und weil er sehr geschickt, sehr klug vernetzt war, er soll 7 Sprachen gesprochen haben. Er war wirklich in jedem von diesen Päpstelagern, hatte er seine guten Verbindungen. Ein Netzwerk. Hat er sich, ja, absolut. Also, und da ist er eben so plötzlich so modern. Hat er sich eben darum bemüht, dass es eine große Versammlung gibt, eben ein Konzil, das aus diesen 3 Päpsten wieder einen machen soll. Und das ist quasi, wir sprechen jetzt vom abendländischen Schisma. Ist das richtig?
Genau, das ist das große abendländische Schisma. Zunächst waren es erstmal zwei Päpste, dann eben sogar drei Päpste. Und das war eben ein unhaltbarer Zustand. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch diese SWR-Dokumentation. Da wurden Sie ja auch interviewt. Übrigens, by the way, ich werde das auch auf unserem Blog verlinken, das Video. Ich fand es sehr sexualisiert, die Doku. Fanden Sie nicht auch? Ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm. Ja? Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum? Weil es ja oft so ist, also es muss schon noch ein bisschen Mittelalter sein. Also es kann nicht zu, also es muss schon noch ein paar Klischees bedienen. Ja, damit. Stimmt. Und es soll ja auch ein bisschen Einschaltquote machen und Leute sollen dabei sein und soll es ein bisschen spannend machen. Aber unterm Strich ist es wirklich eine schöne Doku, die ich total lehrreich fand. So, jetzt die Frage, die Sie bestimmt schon über 100 Mal beantworten mussten. Warum in Konstanz? Konstanz, richtig? Konstanz, genau. Wir haben einfach ein SCH da in der Mitte und kein ST. Konstanz ist Austragungsort für das Konstanzer Konzil geworden. Also zum einen hatte es im Mittelalter einen guten Ruf als Tagungsstadt. Es haben mehrere mittelalterliche Friedenskongresse oder auch Reichstage hier stattgefunden. Zum anderen zeigt sich da auch wieder die Strategie von König Sigismund. Also er wollte dieses Konzil nicht in einem Einflussbereich von einem der drei Päpste veranstalten. Das heißt, es musste eine Reichsstadt sein. Sie sollte aber relativ zentral in Europa gelegen sein, sodass auch jeder dorthin reisen konnte. Und Konstanz war eine Reichsstadt und aber auch ein Bischofssitz. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass die Konstanzer auch wissen, wie sie denn mit so Kirchenvertretern umgehen sollen, dass sie wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn da plötzlich eine Prozession durch die Stadt marschiert. Und eben die Lage knapp an den Alpen, über den Rhein, gut erreichbar, auch eben von Frankreich, vom Westen her. Das hat es einfach relativ attraktiv gemacht. Und wer war jetzt anwesend? Also die drei Päpste waren anwesend, Sigismund natürlich. Wer war noch so anwesend? Nein, die drei Päpste waren sogar gar nicht anwesend. Die drei Päpste waren gar nicht selber anwesend, sondern also es waren nur einer der drei Päpste anwesend. Die anderen zwei haben sich nicht getraut, nach Konstanz zu kommen. Und der eine hat eigentlich gedacht, das wird ihm helfen, dass er dann auch die Papstwürde behält. Als er gemerkt hat, nee, das funktioniert nicht so, ist er dann erstmal geflohen. Das heißt, dann war auch dieses Konzil plötzlich mal papstlos. Auch wieder wichtig, dass dann eben König Sigismund dieses Konzil zusammengehalten hat und eben verhindert hat, dass es in alle Richtungen auseinandergestoben ist, ohne eine Entscheidung zu treffen. Der neu gewählte Papst, also der dann in Konstanz gewählte Papst Martin V., war anwesend. Dann waren natürlich eine ganze Reihe von Bischöfen und anderen Klerikern anwesend. Es waren aber eben auch weltliche Vertreter da, die natürlich ihren Einfluss beim Papst sichern wollten und ihre Pfründe sichern wollten. Und natürlich Sigismund war da, das heißt, man hat eben hier auch parallel zwei Reichstage abgehalten und wollte weltliche Probleme lösen. Es war die Stunde der europäischen Universitäten, also die Gelehrten, gerade die Rechtsgelehrten, haben auf dem Konstanzer Konzil eine ganz, ganz große Rolle gespielt, haben permanent natürlich, heute würden wir sagen, sozusagen Gutachten erstellt, wie gewisse Prozesse zu bewerten sind. Und haben eben auch Prozesse begleitet. Es war ein Arbeitsmarkt hier. Man hat natürlich geguckt, dass man sich auch beim einen oder anderen Fürsten oder Adeligen oder eben Universität andienen kann und dort dann beruflich unterkommen wird. Dann waren natürlich, diese ganzen Leute sind natürlich nicht einzeln angereist, sondern hatten natürlich ihre Hofstände mit dabei. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, man kann nicht den ganzen Tag nur tagen und nach Lösungen suchen, sondern man braucht natürlich auch Unterhaltung. Das heißt, es waren natürlich auch ganz viele Spielleute, Kulturvertreter sozusagen für das Rahmenprogramm mit anwesend. Es waren ganz viele Köche da, es waren Handwerker da, weil die Leute mussten natürlich auch untergebracht werden, es musste für ihr Wohl gesorgt werden. Also die Stadt ist eigentlich aus allen Nähten geplatzt. Man geht davon aus, dass eigentlich bis zu 20.000 Menschen permanent mehr in der Stadt war, die selber wahrscheinlich nur so 8.000 Einwohner hatte. Wahnsinn. Also das Ergebnis des Konzils, kann man das festhalten, das ist die Wahl von Martin V. Und damit ist das Schisma niedergelegt. Kann man das so zusammenfassen? Absolut. Also was das Konstanzer Konzil geschafft hat, ist die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Warum hat das so lange gedauert? Es hat von November 1414 bis Mai 1418 gedauert. Also wir sind so bei 3,5 Jahren. Na gut. Natürlich war nicht alles sofort da. Sigismund ist erst an Weihnachten 1414 angereist. Also da hat man auch schon mal wieder ein bisschen Zeit verloren. Dann musste man sich ja erstmal drauf verständigen, wie gehen wir denn mit unserem Drei-Päpste-Problem um? Wird es einer der bisherigen oder lösen wir das völlig anders?
dann ist eben der Papst geflohen. Dann musste man sich erstmal wieder neu definieren, wie kann ein papstloses Konzil denn überhaupt Entscheidungen treffen? Ach, ich verstehe. Dann hat man sich eben, ja, natürlich. Hm. Also und auch eben Gedanken, die man sich vorher nicht hat machen können. Und ich glaube, das ist aber eben auch was dieses Konstanzer Konzil so besonders macht. Die haben nicht aufgegeben zwischendrin, sondern die wussten, wir haben dieses Problem, wir müssen dafür eine Lösung finden und wir bleiben, bis wir diese Lösung gefunden haben. Und ich glaube, das ist eben was für heute nochmal uns einen Anstoß geben kann. Heute fahren die Politiker teilweise auf Konferenzen, wo sie schon die Schlusserklärung bei Anreise in der Tasche haben. Mhm. Und dieses Problembewusstsein ist schon bemerkenswert. So, und dann musste man sich darauf einigen, wer wählt denn, wie wählen wir. Die Wahl selber hat 4 Tage lang gedauert. Dann nach der Wahl musste man auch nochmal gucken, gehen wir jetzt gleich auseinander oder versuchen wir nochmal ein paar Themen zu lösen. Also dann sind natürlich auch so Reisevorbereitungen, trifft man ja nicht so ganz schnell. Dann ist es natürlich auch ungünstig, also die Wahl von Martin dem 5. Mal im November, Ende November loszureisen, quer durch Europa, wo man unter Umständen ein paar Wochen unterwegs ist, ist natürlich auch nicht die geschickteste Jahreszeit, also hat man wieder bis zum Frühjahr gewartet. Ich glaube, wir können uns das heute gar nicht vorstellen, dass die Menschen sich so viel Zeit nehmen konnten. Und es blieben natürlich auch nicht immer alle permanent da. Also manche sind mehrfach angereist und wiedergekommen. Und es gibt ja auch ein paar interessante Nebenschauplätze, und da wird es jetzt für uns Berliner interessant. Friedrich der Erste wird ja da mit der Mark Brandenburg belehnt, richtig? Der erste Hohenzollern wird mit der Mark Brandenburg belehnt. Und nicht wenige sagen ja, dass das die Wiege Preußens ist. Absolut. Bei uns in der Zählung ist es Friedrich der Sechste, weil wir sozusagen nicht die brandenburgische Zählung übernommen haben, sondern noch bei der Zollernzählung sind. Richtig. Aber das ist eine unglaublich spannende Geschichte, die ein bisschen was damit zu tun hat, dass König Sigismund eben in seiner Erbmasse war die Mark Brandenburg, wo es Anfang des 15. Jahrhunderts nicht sonderlich ruhig zuging. Also der Landfrieden war nicht hergestellt. Gleichzeitig war Sigismund permanent knapp bei Kasse. Das heißt, er hat schon auch versucht, von seinen engen Partnern sich immer mal wieder Geld zu leihen. Und einer, der viel Geld hatte, war eben dieser Friedrich der Sechste von Zollern. Sein eigentlicher Sitz war eben in Nürnberg. Nürnberg als reiche Handelsstadt. Er wurde eben von Sigismund beauftragt, in Brandenburg ein bisschen für Ruhe zu sorgen, ein bisschen mehr Frieden dort reinzubringen, was er wohl auch relativ gut umgesetzt hat, so dass er dann eben 1415 auf dem Konstanzer Konzil mit der Kurfürstenwürde belehnt worden ist und der Doktor mit dir. Wie gesagt, ja, Sigismund hatte kein Geld, deswegen hat er dann 1417 nochmal einen großen Festakt, eine große Würdigung gemacht und sich das natürlich auch ein bisschen bezahlen lassen. Und so kam es dann eben nochmal zu einer ganz, ganz großen offiziellen Belehnung mit der Mark Brandenburg. Toll. Ich glaube, dass er auch selber nur sehr wenige Jahre in der Mark Brandenburg verweilt ist, ne? Friedrich der Erste. Da sind Sie jetzt dann eher der Profi. Also ich kann das nur von Konstanzer Perspektive aus sagen. Das werden wir in dieser Folge sozusagen noch weiter bearbeiten. Frau Bader, vielleicht zum Abschluss, können Sie vielleicht noch einige Worte zu unserem Jan Hus verlieren? Schafft man das überhaupt, nur wenige Worte darüber zu verlieren? So ein großes Thema. Ja, ich glaube, das kann man schon. Also es zeigt nämlich auch nochmal diese Zeit. Also wir haben mit Jan Hus einen böhmischen Theologen, der sich, glaube ich, gar nicht als Renovierer der Kirche verstanden hat oder als Kritiker der Kirche verstanden hat, aber der sozusagen den Finger auf die Wunde gelegt hat, wo es für ihn nicht passt, also wo für ihn Bibel und Kirche und Päpste nicht zusammenpassen. Und er war aber eigentlich in der Universität, in der Lehre so zu Hause, dass er eigentlich gedacht hat, er kann auf das Konstanzer Konzil reisen und hier seine Lehren, seine Ansichten verteidigen gegen die Kirche, gegen die Institution Kirche. Ihm wurde freies Geleit zugesichert von König Sigismund. Das hat aber tatsächlich nur bis nach Konstanz gereicht. In Konstanz wurde er sofort inhaftiert und es wurde ihm ein Prozess gemacht. Und jetzt spielt da natürlich eine Rolle, dass dieses Konzil teilweise papstlos war, dass man also was gebraucht hat, was dieses Konzil einigt, wo man zusammenfindet, wo man gemeinsame Stärke zeigen kann. Und das war dann leider der Prozess gegen Jan Hus, weil das war ja sozusagen ein gemeinsamer Gegner, ein gemeinsamer Feind, auf den man sich verständigen hat können. Und eben in der Überzeugung, dass man Ideen oder Wahrheiten verbrennen kann und dass sie dann nicht mehr vorhanden sind, hat man Jan Hus am 6. Juli 1415 hier in Konstanz oder vor den Toren von Konstanz verbrannt und hat aber völlig, also sowohl die geistliche als auch die weltliche Macht hat völlig unterschätzt, dass wir aber in einer Zeit sind, wo zum einen sehr, sehr viele Briefe geschrieben worden sind und deswegen natürlich auch
Botschaften und Zeugnisse geblieben sind, dass die böhmischen Adligen überhaupt nicht damit einverstanden worden waren, dass einer von ihnen, also dass einer aus Böhmen auf dem Konstanzer Konzil verbrannt wird und dann eben auch noch von der Kirche verbrannt wird. Und das ist dann eben der Auslöser für die Hussitenkriege, die dann in der Folge des Konstanzer Konzils Europa erschüttern. Und das ist der erste Religionskrieg letztendlich auf unserem Kontinent und zeigt eben auch nochmal diese Umbruchssituation. Tragisch, eine sehr spannende Gestalt, Jan Hus. Und wenn man dann eben so guckt, wo führt uns Geschichte hin, dann ist das natürlich auch ein Punkt. Das startet eben die Reformation. Ja, aber eben auch die Religionsflüssigkeiten zu überwinden, einen Austausch zu suchen. So, und das, ja, es ist einfach spannend. Das ist ja der zweite Berührungspunkt mit der Mark Brandenburg, dass die Hussitenkriege ja bis vor die Tore Berlins getrieben werden, ja, mit Bernau, da gibt es ja heute noch ein Festspiel, ja, wie die Hussiten da zurückgetrieben wurden. Was ich mir gesagt habe, der Jan Hus hat aber auch naiv agiert, finde ich. Er ist ja von der weltlichen Macht, hatte diesen Freibrief vorbekommen und den sollte er noch einen Geleitschutz kriegen, das hat er nicht abgewartet und ist mit Kirchenbann als Heretiker geltend dahingezogen. Ne? Also ich finde, man kann auch eine gewisse Blauäugigkeit auch unterstellen, oder? Ich weiß nicht, ob es Naivität ist oder eben seine Überzeugung, dass es ähnlich wie eine Universität ist. Also, dass man das dann am Schluss in einem gelehrten Disput austragen kann. Okay. Und dass dann die besseren Argumente zählen. Also, ich weiß nicht, ob es Naivität ist oder eben ein in seiner Welt oder in seiner Überzeugung gefangen sein. Was Sie mit Bernau gerade ansprechen, ist natürlich spannend. Es gibt die Vereinigung der Städte mit hussitischer Tradition und Geschichte. Da gehört Bernau dazu, aber da gehört zum Beispiel Konstanz dazu. Und das meine ich eben mit dem, was entsteht aus Geschichte. Konstanz ist jetzt Teil eines deutsch-tschechischen Städtenetzwerks, was, finde ich, also was ja wirklich ein Stück gelebtes Europa ist. Und es ist außerhalb von Corona ja wunderbar, sich gegenseitig zu besuchen und gemeinsame Feste zu feiern, gemeinsame Traditionen kennenzulernen, aber eben auch unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte zu gewinnen. Und ich weiß noch, also man sitzt bei Festspielen, wo eben, also von Städten, die von den Hussiten niedergebrannt wurden. Mhm. Und Jan Hus wird halt wirklich als Heretiker beschimpft und der brennende Hus wird gefeiert. Also etwas, was bei uns in Konstanz nicht der Fall sein würde. Also was natürlich heute dort auch nicht mehr der Fall ist, aber was halt in diesen historischen Spielen vorkommt. Und ich glaube, dieser Austausch und dieses aus der Geschichte lernen oder dieses eben mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte gucken, das ist das Tolle, was in so Jubiläen drin liegt und diese Chance muss man einfach nutzen. Frau Bader, vielen Dank für das Gespräch. Super. Sehr gerne. Bis dann, tschüss. Ja, Janni, Ruth Bader. Ja, sehr schön, vielen Dank. Fantastischer Beitrag. Ja, sie hat das ganz toll gemacht. Ja. Sie ist ein Sympathieträger und sie hat das wirklich ja alles schön zusammengefasst und hat eigentlich sichergestellt, dass wir die wichtigsten Dinge nicht vergessen in dieser Folge. Genau, ja. Ja, ne, das Konstanzer Konzil ist ja eine riesen logistische Meisterleistung auch für die Region, so viele Leute da halt auch zu bewirten. Und na, da musst du dann natürlich alles mit im Tross, was irgendwie auch zur Bespaßung irgendwie gedient hat. Ne? Und ja, das ganze Umland hat dazu auch mit beigetragen, dass das halt auch in Konstanz stattfinden konnte. Und das war auch noch ein Mitgrund zu der Wahl von dem Ort. Du musst dir auch diese Doku wirklich anschauen. Ja. Die war übrigens nicht SWR, sondern Dreisat. Ah ja, SWR oder Dreisat, Hauptsache Italien. Ja, was ist mir dazu noch eingefallen? Also ja, dass der Friedrich der Sechste, der Erste, jetzt so reich war, das kann bis zu diesem Zeitpunkt ja wieder sein. Ne? Also dass er da auch seinen König mit Geld unterstützt hat, ist alles richtig. Aber es ist auch ein Fall von Ämterkauf, kann man ja dann so sagen, ne? Oder Christoph? Naja, ich meine, die waren ja beide auf der Ritterschule. Das hatten wir schon mal genau festgehalten. Ne? Haben sie beide Nürnberg geworden übrigens. Richtig, genau. Auch, also ja. Ich glaube, ich würde da schon behaupten, dass da auch auch so eine Art Freundschaft hintersteckt. Die erfährt ja auch später einen Bruch. Ja. Und dann auch wieder eine Versöhnung. Ja, kommen wir noch zu, ja. Aber ich würde sagen, klar, Ämterkauf sicherlich, aber ich glaube, er war ein echter Günstling. Ja, klar, er war ja auch ein fähiger Beamter, kann man so sagen. Also es war schon so eine Art Premierminister oder Kanzler vielleicht, kann man so sagen, so ein erster Minister. Ne? Es gab in Nürnberg Anfang des 15. Jahrhunderts auch eine Fehde gegen die Stadt Rothenburg. Da haben die Nürnberger auch Rothenburg ob der Tauber belagert. Und das hat wohl auch ziemlich die Stadtkassen erstmal geleert, die dann offenbar später wieder gefüllt wurden. Ne? Also es hat auch Unsummen verschlungen, diese Belagerung da mit
Toppler und das sind auch noch eine total spannende Geschichte. Also noch, auch wie Frau Bader erwähnt hat, dieser Übergang vom Mittelalter, wir sind ja noch im Spätmittelalter, in die Neuzeit dann, ne? Und auch Jan Hus, ja, auch nach dem, wie bei Luther, ich stehe hier, ich kann nicht anders, ich gehe zum Konzil und versuche meine Thesen zu verteidigen. Dazu muss man auch wissen, dass Sigismund, der König damals noch, der wurde ja 1433 Kaiser, also einen vernünftigen Papst gefunden hat, der ihn dann auch krönen konnte, dass er sehr religiöser Mann war, auf jeden Fall. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Konstanz, nee, ja bitte. Ja, ich wollte auch noch erwähnen, wir haben ja über ihre Namensvetterin gesprochen und habe ihren Namen gar nicht erwähnt, das ist natürlich Ruth Bader Ginsburg, die US-amerikanische Juristin und die am Supreme Court, dem linken Flügel zugehörig war und dann am 18. September 2020 verstorben ist. Eine Ikone der Frauenrechtsbewegung. Genau, und den Posten hat ja dann Trump mit einem, ich weiß gar nicht, mit wem er besetzt hat, egal. Ja, auch so ein Fall von Ämterschacherei. Hm? Ja. Ja, Konstanz, das ist auch bei der Aussprache so richtig, ne? So die deutsche Sprache mit den ganzen Dialekten, das ist total lustig. Ich kann nochmal hier aus diesem Mikrochronikum von den Peter Haft oder Haftitz oder Haftitius oder wie er sich auch immer nennt, kurz zitieren. 1416. Mittlerweile, weil Markgraf Friedrich im Konzilio gewesen zu Kostnitz, ist viel Wunderliches und Böses Dingen von Quitzowen und ihrem Anhänger geschifft und praktiziert, auch Krieg und Friede mit den Magdeburgischen erregt und erweckt, welches um geliebter Kürze willen all hier unterlassen wird, denn böse Bäume selten gute Früchte bringen. Kurz ergänzt noch, im selben Jahre 1416 hat in der Marke und anderen umliegenden Ländern die Plage der Pestilenz gar greulich grassiert, zuvoraus unter den jungen Leuten. Also es gab 1416 wohl auch eine Pestepidemie hier nochmal in Brandenburg. Und dann erwähnte auch noch, in dem Jahre hat sich der böhmische Hussitenkrieg fast dem peurischen Aufruhr und Empörung, so Anni Christi 1525 gewesen, nicht ungleich angefangen, von der wegen, dass Johann Hus zu Kostnitz verbrannt worden, welche viel Jahr hernach gewährt, ehe man's hat dämpfen und stillen können. Ne? Also dann, die waren natürlich nicht begeistert, die Hussiten, oder die Anhänger von Jan Hus, dass ihr Spiritual Leader in richtig Konstanz umgebracht wurde und es gab dann tatsächlich einen bösen Krieg und einen Kreuzzug. Genau, das ist jetzt die schöne Überleitung, die schöne Brücke, die du mir schlägst. Wir reden jetzt über die Hussiten. Die Hussiten ist eine Bewegung, die Jan Hus sozusagen verehrt haben, ihm angehört haben, und zu den Hussiten gibt es eine Vorgeschichte. Also es mündet alles nach dem Tod von Jan Hus, indem sie seine Verbündeten in Tschechien, im heutigen Tschechien, in Böhmen, verbinden und Kriege führen gegen den Rest Europas. Sie verteidigen Kreuzzüge innerhalb Europas. Der Begriff der Hussitenkriege fällt und die fanden statt zwischen 1419 und 1436. Also es war eine reformatorische, revolutionäre Strömung, die sich ab 1415 nach der Verbrennung ihres Theologen und Gelehrten und Reformators Jan Hus herausbildete. Wir gehen wirklich ganz stramm auf die Reformation zu. Das sind die ersten Züge. Nee, das sind nicht die ersten Züge, das sind einige proto-reformatorische Züge. Ich habe auch in meiner Recherche gelesen, dass Jan Hus eigentlich, das gibt es natürlich nicht bei Protestanten, aber wenn es das geben würde, wäre er sicherlich ein protestantischer Heiliger. Ja, er wird manchmal als böhmischer Nationalheiliger verehrt, tatsächlich. Es gibt auch das Jan Hus-Denkmal in Prag auf dem Altstädter Ring. Ne? Absolut. Jetzt die Vorgeschichte dazu. Also wir sind jetzt in Tschechien, in Böhmen. Und es entstehen ja große böhmische Städte, hauptsächlich durch deutsche Siedler. Diese Siedler und deren Nachkommen stellten lange Zeit die städtische Oberschicht. Die Tschechen hingegen galten eher zur Landbevölkerung. Und denn zur Wende des 14. Jahrhunderts war es so, dass der deutsche Zustrom stagnierte und die tschechischen Böhmen sich emanzipierten und auch mehr wohnen in diesem Land. Das Fundament bildete dabei die tschechische Sprache, und Sprache ist natürlich immer identitätsstiftend, und einen großen Beitrag dazu hat der tschechische Klerus beigetragen, dass er nämlich die Gottesdienste, das hat auch Jan Hus gemacht, auf Tschechisch in der Landessprache geführt hat, in der Landessprache, und Bücher übersetzt hat. Also die Abneigung gegen Deutsche in gehobenen Positionen nahm auch zu, die waren ja auch in der Stadtverwaltung, und die Deutschböhmen sahen ihre Spitzenposition in der Stadt sowie in der Kirche bedroht. Genau, der böhmische König Wenzel förderte das nationale Bestreben in Böhmen
Und neben dem nationalen Bestreben der Böhmen wurde die Reformbewegung vornehmlich durch den moralischen Verfall der Kirche und den Wunsch nach grundlegenden Erneuerungen hervorgerufen. Also die Kirchenspaltung hatte die Kirche Ansehen und Glaubwürdigkeit gekostet. Es war ja auch teuer, zum Beispiel 2 päpstliche Höfe oder 3 zu haben. Das hat natürlich wirklich für viel Unmut gesorgt, ja, auch in armer ländlicher Bevölkerung. Ja, ja, der Ablasshandel. Ja, wir verarmen hier und ihr habt 2 Päpste. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an unseren Föderalismus, ne, dass wir quasi uns so viele Landtage gönnen und so viel Verwaltungsapparat. Ja. Ja, die Spaltung von Arm und Reich oder ist ja auch heutzutage wieder ein großes Thema, ne, wenn man sich die Multibilliardäre da anguckt mit Musk und Bezos und Gates. Und man kann es im Prinzip zusammenfassen, dass die hussitische Bewegung sich berufend auf Jan Hus aufgrund der kirchlichen Missstände und in erster Linie durch das päpstliche Schisma, das hatten wir vorhin in dem Interview, und den moralischen Verfall des Klerus entstanden ist. So, jetzt wird's wichtig, noch wichtiger quasi. Zu dieser Zeit kursieren vermehrt Schriften des englischen Philosophen John Wycliffe an der Prager Universität. Das hat den Hintergrund, dass der eher niedere böhmische Adel häufig zum Austausch, zum Studieren auch nach England gegangen ist. Da haben die Schriften teilweise mitgebracht. Ja, dann sagt mal einer, im mittelalterlichen Europa gab es keine Mobilität, ne? Absolut. Ist das nicht Wycliffe Jean von den Fugees? Ach nee, das war anders. Das wäre anders. So, also mit seinen Texten griff er im Namen der Bibel die Autorität und Herrschaft der gesamten kirchlichen Hierarchie selbst an. Die Bibel stellte für Wycliffe das Fundament seiner Ideologie dar, ich lese gerade vor, von der man ausnahmslos auszugehen und zu argumentieren hatte. So griff er die weltliche Herrschaft der Kirche an, somit ihre weltlichen Besitzungen und Reichtümer, da dies laut Bibel nicht zu begründen sei. Ja, und diese Bigotterie, die haben halt die Kirchenführer nicht so richtig vorgelebt damals, ne? Das ist ja genau das, was später auch Luther kritisiert und dann ein bisschen erfolgreicher als Jan Hus, den er aber durchaus auch kennt, ne? Absolut, und da gibt es, glaube ich, auch unzählbare Analogien zur Geschichte, wenn ja, zum Beispiel in der DDR, die Bonzen da in Wandlitz sitzen und Westprodukte essen und den anderen Leuten was von gelebtem Sozialismus erzählen. Ja. Wasser predigen und Wein trinken. Ja, sowas. Absolut, absolut. So, und jetzt kommt dieser liebe Jan Hus mit den Schriften von Wycliffe in Kontakt. Und er las sie nicht nur, sondern hat sie auch kommentiert und einzelne Stellen erweitert und Thesen aufgestellt. Ja, das war damals so die intellektuelle Auseinandersetzung halt mit Texten, ne? Die Forschung ist sich heute darüber einig, dass sich alle Strömungen, die damals in der böhmischen Reformbewegung erkennbar waren, der Wycliffismus, die Betonung einer tschechischen Nationalreform und die erneute Dringlichkeit der Kritik an den sittlichen Missständen, sich in Jan Hus vereinigten. Er wurde zur tragenden, aber dann auch, das haben wir gehört, zur tragischen Inkarnation des Hussitismus. Jan Hus, er hat gelebt von 1370 und ist bekanntlich verstorben 1415 in Konstanz, Rektor an der Karls-Universität Prag. Das ist doch einer der ältesten Universitäten Europas, ne? Ja, die ersten Neuschlechter der Alpen, ne? Hatten wir ja auch mal in der Folge. Und ich über das gute Mittelalter. Über das gute Mittelalter, was von der Renaissance so schlecht geschrieben wird, weil die den Buchdruck hatten. Ja. Und er gilt auch noch heute als Nationalheiliger. Janni, du hast von dieser Statue auch erzählt in Prag, ne? Da gibt's ja. Ja, da saß ich schon mal auf Klassenfahrt. Durch Hieronymus von Prag wurde Hus ab 1398 mit den Lehren des Oxforder Theologen John Wycliffe vertraut. Gut, das ist redundant, das habe ich euch schon erzählt. Und dass die tschechischen Adligen, die waren übrigens in Oxford, haben die häufig studiert, die brachten eben diese Schriften nach Prag. Ja, cool, ne? Da war auch wieder eine intellektuelle Elite, die in Europa schon ziemlich mobil war, ne? Und so haben sich halt auch Ideen weitergetragen, ne? Von England bis nach Böhmen. Das ist natürlich faszinierend, von wegen, dass da jeder Bauer immer nur auf seiner Scholle hing, ne? Ja, natürlich. Es ist ja auch jetzt so, dass sicherlich nur ein gewisser Teil der Bevölkerung auch so ultramobil ist, ne? Und überall hinjettet für 3 Tage und dass das eben das Gros der Bevölkerung immer noch nicht tut. Ich hatte ja schon mal von diesem tollen Buch The Swerve von Greenblatt erzählt. Da geht es ja auch um einen Gelehrten und der begleitet einen Papst dann auch, also das Beamter von einem Papst, und begleitet ihn auf dieses Konzil von Konstanz, um sich dort auch, was Frau Bader bereits erwähnt hat, sich nach einem Job, neuen Job umzusuchen. Ne? Also es war auch ein Arbeitsmarkt, da sind auch die Leute von den internationalen Fürsten, haben sich da mal abgesprochen, mein König ist eine Pfeife, kann ich nicht bei dir in den Dienst treten oder so. Ne? Das hatten wir auch selbst in der letzte Askania, da bemüht sich der Protagonist auch um eine Stelle dann am Hof von Kaiser Karl IV., weil der ihm ein bisschen kompetenter erscheint als sein Ludwig da aus Bayern. Ist auch noch eine Berichtigung
der letzten Folge, wir haben irgendwie der falsche Askania gesagt. Das fand ich aber lustig. So, wie heißt es richtig? Der falsche Waldemar. Der falsche Waldemar. Der letzte Askania. Der letzte Askania ist das Buch und der falsche Waldemar ist der falsche Waldemar. Ja. Jetzt ganz kurz noch ein paar Eckpunkte zu Jan Hus' Leben. Also er hat 1398 Theologie studiert, wurde 1400 zum Priester geweiht. Und er führte unter anderem, jetzt kommen wir wieder zu der Prägung, zu der Identitätsstiftung für das Nationalbewusstsein der Tschechen, er führte das gemeinsame Singen in tschechischer Landessprache in den Gottesdiensten ein, er hielt rund 200 Predigten auf Tschechisch und förderte leidenschaftlich für eine Reform der verweltlichten Kirche. Und er sah, wie Wycliffe, in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen. So, 1308 erfuhr der Prager Erzbischof von Hus' Predigten, und enthob ihm daraufhin seiner Stellung als Synodalprediger. Er hat auch später, 1410, ein Kirchenbann bekommen und wurde exkommuniziert und der Stadt Prag verwiesen. Man muss auch wissen, es war zum Teil Leuten verboten, die Bibel zu lesen. Also Laien durften nur Kirchenleute machen. Klar, das war das Grundprinzip, warum es auch auf Latein war, ne? Dass der Klerus sozusagen die Alleinhoheit hatte. Die Deutungshoheit hatte. Und die Leute das eben nicht nachlesen konnten. Ja, auch ein interessantes System zum Machterhalten. Und durch Bildung wurde dieses System dann natürlich in den Grundmauern schon mal erschüttert. Während dieses Kirchenbands hat er auch weiter mitgewirkt an der Bibelübersetzung in die Landessprache. Und dann kommt der Besuch auf dem Konstanzer Konzil, wo er eingeladen wird. Und wo er eben hofft, dass er auf einer wissenschaftlichen, gelehrten Basis mit das bessere Argument zu erzählen, da seinen Standpunkt vertreten kann und als waschechter Katholik einfach die katholische Kirche von innen verändern kann. Hm. Und es endet darin, dass er verbrannt wird. Hm. Ja, das erinnerte mich wirklich an die Dramaturgie. Da wird jemand wirklich einfach eingeladen und ja, jetzt habe ich endlich mal die Chance, darüber zu sprechen. Und dann landet er am Ende auf dem Scheiterhaufen. Genau. Interessant ist auch übrigens, der Wycliffe, der war ja zu der Zeit schon tot. Ich glaube, fast zwei Jahrzehnte. Und die haben den ja auch noch verdammt. Und die haben seine Gebeine ausgebuddelt und dann nochmal verbrannt. Doppelt hält besser. Wie so ein Vampir, den man dann nochmal zählen muss, obwohl er eigentlich schon tot ist, ne? Ja. Ja, das Konzil, ja, das ist, ja, war schon ein Riesenfestival im guten wie im schlechten Sinne. Das ist natürlich auch immer, so kann man, ist ja auch damals makabere Volksunterhaltung gewesen, wenn jemand öffentlich verbrannt wurde. Das ist wie ein Gladiatorenkampf oder ein Fußballspiel oder wie eine Krönung zum Kurfürsten, wo man auch für die Bevölkerung ein großes Spektakel veranstaltet, damit man sich dann in dem Glanze des Pompösen sonnen kann vielleicht. Ich möchte noch eine Passage vorlesen. Hus wurde der weltlichen Gewalt übergeben. Der Weg führte vom Münster über die heutige Wessenbergstraße, damals noch Plattengasse, den Obermarkt und das Paradieser Stadttor. Ein kurzes Stück Richtung Gottlieben zum Brühl auf den Schindanger. Das kennen wir alles nicht hier im Norden, im Nordosten. Kurz vor der Hinrichtung kam Reichsmarschall Haupt II von Pappenheim angeritten und forderte Hus im Namen von König Sigismund zum letzten Mal zum Widerruf auf. Hus weigerte sich. Der Reichsmarschall schlug zum Zeichen der Exekution in die Hände. Die Fackel wurde an den Holzstoß gelegt. Im Auftrag des Königs vollstreckte Pfalzgraf Ludwig das als Reichsgesetz geltende Urteil. Jan Hus wurde am Nachmittag des 6. Juli 1415 auf dem Brühl zwischen Stadtmauer und Graben zusammen mit seinen Schriften verbrannt. Zuvor wurde ihm eine Schandkrone aus Papier aufs Haupt gesetzt. Es waren drei schauerliche Teufel darauf gemalt, wie sie gerade die Seele mit all ihren Krallen zerren und festhalten wollen. Und auf dieser Krone war der Titel seiner Prozesssache angeschrieben. Dieser ist ein Erzketzer. Die Phasen der Hinrichtung beschrieb Ulrich Riechenthal in seiner Chronik. Seine Asche streuten die Henker in den Rhein. Seit 1863 erinnert im Übrigen ein Gedenkstein am mittelalterlichen Richtplatz an der Mündung der danach benannten Straße zum Hussenstein in die Straße am Anger daran. Dann hat Huss einen Abschiedsbrief geschrieben an seine Freunde, ein Dreizeiler. Das aber erfüllt mich mit Freude, dass sie meine Brücher doch haben lesen müssen, worin ihre Bosheit geoffenbart wird. Ich weiß auch, dass sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift, weil sie in ihren Irrlehren zu finden wünschten. Weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten. So ergibt's Sinn, ja. So ergibt's Sinn. Ja, das ist Jan Hus. Heftig. Wahnsinn, ja. Ja. Schlimm. Und aus diesen, also jetzt wird Jan Hus wird verbrannt. Und er wird letztlich aus dieser sich schon gebildeten
Hussitenbewegung wird er Märtyrer und Hauptgrund, warum es zu den Hussitenkriegen kommt. Machen wir das Konstanzer Konzil noch kurz fertig. Sehr gerne. Ne, das ist ja auch, ne? Jan Hus wird verbrannt, es gibt Päpste, dann wird ein neuer Kurfürst ernannt. Also es war ein riesenlange, vier Jahre ging das Konzil? Ne? Dreieinhalb Jahre. Ein langwährender Reichstag, oder wo viele politische und religiöse, theologische Beschlüsse halt gefasst wurden. Ne? Und nach diesem Konzil verschwindet König Sigismund erstmal auf Reisen. Und zwar nach Spanien und nach England tatsächlich, an die Höfe von Spanien und England. Das heißt, der deutsche König Sigismund wird danach erstmal auf große Tour gehen. Und er bestimmt Friedrich I. als Reichsverweser für Deutschland, entgegen den Bestimmungen der Goldenen Bulle. Da ist das nämlich eigentlich der Pfalzgraf bei Rhein, das ist der Jan Hus angezündet hat. Und oder für die sächsischen Länder der Herzog von Sachsen. Und allein, dass niemand da irgendetwas Negatives so schreibt, dass Friedrich dieses Recht bekommt oder in Anspruch nimmt oder auch Verwalter wird für Deutschland in der Zeit damals, das zeigt auch, welche wichtige Position er hatte damals im Reich. Und er wurde sogar schon für eine Königswahl vorgeschlagen als Nachfolger von Sigismund. Oder Sigismund hat auch überlegt, wenn er Kaiser wird, kann er ja Friedrich zum römisch-deutschen König ernennen. Das heißt, er wäre beinahe der erste Hohenzollern in Brandenburg, wäre eventuell sogar römisch-deutscher König geworden. Das ist auch so eine spannende Geschichte. Zeigt aber auch, nahe hat sich der König Sigismund schon über die Verfassung der Goldenen Bulle hinweggesetzt. Und noch eine andere Sache ist, weil das hatten wir auch in dem Interview, das fällt mir gerade noch ein. Ja, Friedrich war auch nur 3 Jahre in der Mark, in der Mark Brandenburg, um dort alles zu regeln. Und ansonsten war er wirklich in Reichsangelegenheiten unterwegs, also mit Sigismund, oder hat dort Deutschland verwaltet, regiert. Ja, ja. Das war ja auch, glaube ich, was total Typisches, ne? Dass auch schon Könige immer im Mittelalter auch wirklich rumgezogen sind. Ja. Es gab kein Internet, keine Telefonschalte, keine Videokonferenzen. Nee. Die Jungs mussten präsent sein mit ihrem Trotz. Ja, und eine Nachricht hat sich maximal so schnell verbreitet, wie ein Pferd reiten konnte. Außer wie Douglas Adams geschrieben hat, mit der Ausnahme von schlechten Nachrichten für die eigene physikalische Gesetze gelten. Ja, und seiner Verwaltung, also die Verwaltung der Brandenburg, hat er dann wirklich seiner Frau Elisabeth und den Beratern überlassen. Also das heißt, hat Brandenburg auch eine Markgräfin gehabt de facto. Sie hat Elisabeth das Verwesen überlassen. Ja, du hängst dich immer noch an den Begriff Verwesen auf. Ja. Eigentlich ist es wirklich ein Armutszeugnis, dass wir die Witze der letzten Folge wiederbringen. Ne? Na gut. Naja, Post- und Fernmeldewesen, also diese Begriffe, die gibt es auch noch, die wirken so antiquiert. Aber ich habe doppelt so wert. Im Blog und bei Facebook ja die Folge auch angekündigt, Krieg vor den Toren Berlins. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Hussitenkriegen. Mhm. 4 Jahre, nachdem Jan Hus verbrannt wird, haben wir den ersten Prager Fenstersturz. 1419. Ja, wann hatten wir den zweiten? Der Erste Weltkrieg. Nee, 30-jähriger Krieg. 30-jähriger Krieg, ja, da war noch einer. Der Prager Fenstersturz verbindet man ja eigentlich mit dem 30-jährigen Krieg, dass da die kaiserlichen Beamten aus dem Fenster geworfen wurden und im Heuhaufen gelandet sind. Aber es gibt wirklich davor noch einen Prager Fenstersturz, und das ist der. Das ist der, genau. Also, das Vorgehen König Wenzels gegen die Hussiten führte zu einem Aufstand. Also König Wenzel, wir erinnern uns, ist der Bruder von Sigismund und fördert natürlich den hohen deutschen böhmischen Adel. Und er hat die Hussiten zum Aufstand geführt, gegen sich aufgebracht. Dabei kam es am 30. Juli 1419 zum ersten Prager Fenstersturz, bei dem die Hussiten das Rathaus stürmten und einige Ratsherren aus dem Fenster warfen. König Wenzel soll laut zeitgenössischen Angaben, als die Nachricht vom Fenstersturz ihn erreichte, der Schlag getroffen haben. Am 16. August, also keine 3 Wochen später, starb der böhmische Krieger. König. Krieger. Wahrscheinlich auch. So, dann gab es zwischendurch nochmal ein kleines Friedensabkommen bis April 1420 mit den Hussiten, und die enttäuschten radikalen Hussiten verließen daraufhin Prag. Man muss wissen, dass die Hussiten, das ist zwar eine Bewegung, aber es gibt radikalere Hussiten, die Taboriten. Taboriten. Ja, nach der Stadt Tabor benannt. Und die gemäßigteren Hussiten. Und jetzt entstehen Kreuzzüge nach Böhmen. Der erste Kreuzzug findet 1420 statt, und den beruft auf der Kreuzzugsbulle der Papst Martin V. der Neue an. Und wer führt den Kreuzzug an? Friedrich der Erste? Richtig. Ja, führt er den Ersten an? Wahnsinn. Es gibt die Schlacht bei Sudomer, 400 Taboriten unter Jan Tischka, wir haben jetzt unseren dritten Jan,
in dieser Folge widerstanden einen Angriff von rund 2000 kaiserlich-katholischen Reitern. Und die dann die Niederlage begründete den militärischen Ruhm Tschischkas und gab den Auftakt für die Entwicklung der Taktik der Wagenburg auf Seiten der Hussiten. Ganz kurz ein Wort zu, einige Worte zu Jan Tschischka. 1360 bis 1424, er hat im Kampf 1410 gegen den deutschen Ritterorden mal ein Auge verloren, war denn einäugig und wurde auch 1421 übrigens, hat er sein zweites Auge auch noch verloren, war denn komplett blind. Er hat letztes Jahr. Entschuldigung, das ist wieder wie Monty Python. Was, fertig. Was er gemacht hat, er hatte ja nur nicht die großen Ressourcen wie der reiche deutsche Adel in Böhmen. Er hat Bauern trainiert. Mit ihren Werkzeugen, mit ihren Forken und so weiter. Und hat die Fackeln und Mistgabeln. Fackeln und Mistgabeln. Sicherlich nicht nur, die hat natürlich auch vernünftige Waffen und alles. Aber er hat die Wagentechnik der Wagenburg eingeführt. Man muss sich das so vorstellen, also das Prinzip ist wie so ein Panzer. Also die Leute haben in Wagen gesessen, die teilweise bedacht waren mit Schießscharten, aber eben ultramobil, die konnte man rumschieben. Und die haben die dann spontan in bestimmten Formationen zusammengeschoben, dass wie kleine Burgen entstanden sind. Und da sie ja jetzt in dem Fall in den Kreuzzügen, da waren sie ja in der Defensive, sie wurden ja angegriffen. Das war ja kein Angriffskrieg, es war in dem Fall ein Verteidigungskrieg. Und die haben auf diese Weise Heere in diesen Kreuzzügen mit erheblicher Überzahl haben schlagen können. Ja, eine mobile Festung, ne? Mobile und dann konnten sie mit Armbrustbolzen und Pfeil und Bogen dann wahrscheinlich rausballern, ne? Oder mit ordentlichen Piken die Ritter vom Pferd stochern. Jan Tschischka hat sich dann ab 1415, das ist ja das Todesjahr von Jan Hus, zum Wortführer der hussitischen Bewegung herauskristallisiert, war dessen Kommandant. Man sagt, er hat nie eine Schlacht verloren, Jan. Und er ist an der Pest gestorben und nicht im Krieg. Es folgt, also der erste Kreuzzug geht ins Leere. Er wird verloren. Man kann die böhmischen Heretiker nicht besiegen. Es gibt einen zweiten und einen dritten Kreuzzug, 1421 und 1422. Auch der scheitert kläglich. Ja, so kriegen eigentlich die Kaiserlichen die ganze Zeit nur auf den Deckel. Und die Hussiten, richtig, gewinnen. Es gibt dann auch noch innere Konflikte 1423 und 1424, weil die Grausamkeiten der Taboriten auch von anderen hussitischen Strömungen halt auch wirklich missbilligt wird. Dann ab 1425 gehen die Hussiten in die Offensive. Die wollen brandschatzen, die wollen rauben und sich auch bereichern. Im Jahr 1425 stoßen sie bis nach Schlesien vor. November 1425, Niederösterreich. 1426, Leipa, Trebnitz, Teplitz, Weißwasser. Weißwasser ist, meine ich, bei Görlitz. Ja. Schon Südbrandenburg. Da kommt ja der eine Skispringer daher, oder? Erzgebirge? Ich meine, das ist ein Erzgebirge. Jetzt haben wir den vierten Kreuzzug und man sagt, 80.000 Mann, darunter 1.000 englische Bogenschützen, zum Angriff zusammengezogen werden, um von der Oberpfalz aus nach Böhmen vorzudringen. Die katholischen Truppen wurden am 4. August 1427 während der Schlacht bei Mies geschlagen. Also auch der vierte Kreuzzug 1427 endet mit einer schweren Niederlage. Und dann kommt man langsam dazu, dass man mehr Geld braucht, um die Hussiten zu bekämpfen. Und der römisch-deutsche König Sigismund führt dann am 2. Dezember 1427 eine Steuer ein, den sogenannten... Die Hussitensteuer. Den Hussitenpfennig. Ja. Hussitenpfennig. Da haben sich die Leute in Frankfurt oder furchtbar gegen gewehrt. Okay. Und haben sich dann auch mit dem Berliner in die Haare gekriegt tatsächlich. Also es entstehen dann mehrere verzweifelte Versuche von den westlichen Mächten mit einer Steuer, mit neuen Truppenerhebungen, mit neuen Kriegszügen. Es kommt sogar zur Verbindung von Wettinern und Hohenzollern 1429, also mit verschiedenen Konstellationen doch die Hussiten zu besiegen. Aber das klappt alles nicht. Im Gegenteil, die Hussiten drängen immer weiter vor. Altendresden, Mulde, das Vogtland, Altenburg, Auerbach, Plauen, Münchberg, Bayreuth, werden alle angegriffen und man muss sich das so vorstellen, die haben nicht von Stadt zu Stadt, dann haben sie eine Stadt gehalten, das Territorium erweitert, die sind reingekommen, haben Städte überfallen, ausgeraubt, schnell weitergezogen. Das ist eine Guerilla-Taktik, ne? War unglaublich erfolgreich. Und es gab ja Kreuzzüge, ne? Wusstest du, bevor du dich damit auseinandergesetzt hast, dass wir auch noch Kreuzzüge im 15. Jahrhundert hatten? Nee, wusste ich nicht. Oh. Der fünfte Kreuzzug, also es gibt noch einen, 1431. Der wird auf dem Reichstag zu Nürnberg beschlossen und wird unter Kardinal Giuliano Cesani mit einer blamablen Niederlage bei Taus ebenfalls beendet. So, und jetzt fängt man langsam an, sich zu sagen, ey, das klappt nicht. Wir kriegen die Sitten nicht besiegt, als dann auch noch 1432 auch noch Brandenburg
jetzt betroffen ist und im Konkreten Frankfurt oder Strausberg und Bernau, dann kommt man langsam zu dem Schluss, das ist militärisch nicht zu lösen. Man bietet den Hussiten diplomatische Gespräche an und es kommt auch zu einem Kompromiss, in dem sich gemäßigte Hussiten gegenüber radikalen Hussiten durchsetzen und unter Zugeständnissen der katholischen Kirche einen Nicht-Angriffspakt oder einen Frieden einstellt. Das ist 1433, aber da schon unter Papst Eugen IV. Also Martin V. erlebt das nicht mehr. Der Papst, wenn man zum Kreuzzug aufgerufen hat, haben die Hussiten viele Päpste überlebt. Ja. Und was macht man, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß da in der Kirche? Man macht ein neues Konzil. Gab dann das Konzil von Basel 1431 bis 1449. Das ging dann sogar noch länger als das Konstanzer Konzil. Und da, was ist da passiert? Da fängt dann die Kirche, also die katholische Kirche, dann doch mal an, sich von innen ein bisschen zu reformieren tatsächlich. Ja. Was ist die Folge der Hussitenkriege? Vielleicht man kann zusammenfassend sagen, dass als politischer und wirtschaftlicher Sieger der niedere Adel der böhmischen Länder zählt. Durch die Hussitenkriege verloren die böhmischen Länder ihre im 14. Jahrhundert wirtschaftlich und kulturell führende Stellung in Europa für mehrere Generationen. Also, ja, die haben gesiegt. Ja, Respekt, ne? Ja, nee, das war das zu den Hussitenkriegen. Hm. Ich wollte ja gerne noch ein paar Worte jetzt zu Bernau verlieren. Wir haben jetzt, das ist ja der Podcast Berlin Geschichte, aber Bernau ist ja auch das Einzugsgebiet, da können wir jetzt im Rahmen dieser Hussitenkriege... Ja, wird schon noch demnächst eingemeindet werden. Also, wer es nicht weiß und nicht aus Berlin kommt oder nicht aus der Region, das ist im Landkreis Barnim, 40.000 Einwohner, nur wenige Kilometer nordöstlich unserer Stadtgrenze. 7.000 vor Christus gab es schon einen Siedlungsplatz. Anfang des 13. Jahrhunderts soll die Stadt gegründet worden sein, aber es gab auch ein paar Brände, deswegen gibt es keine Urkunden mehr, also das übliche Spiel. Jetzt gibt es den Georgstag am 23. April und da gelang es eben den Bernauer Bürgern, die Abwehr eines Angriffs der Hussiten zu besiegen. Also sie hatten viele Orte besiegt, aber in Bernau, das haben sie nicht geschafft. Und die hatten auch eine große Festung und große Mauern und das war wohl für die Hussiten relativ schwierig. Was Bernau ausgemacht hat in der Zeit, ist ja eine sehr profilierte Bier- und Tuchproduktion hatten in der Stadt, die weit über die Grenzen der Mark Brandenburg hinaus bekannt waren. Über Jahrhunderte galt das Bier als das Beste der Markt und die gute Haltbarkeit machte es auch zum Exportschlager. Und noch im 17. Jahrhundert wurden jährlich 30.000 Tonnen Bier in andere Städte und Gemeinden außerhalb der Mark Brandenburg geliefert. Der Dreißigjährige Krieg und die Pest machten aus Bernau eine verarmte und verödete Stadt. Ja, da sind wir ja später. Ne? Ist gar nicht so genau raus, ob Bernau nicht vielleicht doch eingenommen wurde tatsächlich. Aber es gibt halt so diese Urban Legend, dass halt das Bier bei der Verteidigung von Bernau eine große Rolle gespielt hat. Dazu habe ich was gefunden, einfach auf der Homepage von der Stadt, weil es gibt auch noch jedes Jahr das Hussitenfest in Bernau. Ne? Das kam ja auch in dem Interview, kam das ja auch schon vor, dass Bernau und Konstanz und Prag, dass die sich da alle mit den Hussiten da identifizieren. Verein, ne? Zusammen kann ich auch kurz was vorlesen? Ich habe schon viel vorgelesen, das gehört, jetzt lese ich aber auch noch was vor. Das Bernauer Bier und die Hussiten. Im 15. Jahrhundert war das Bernauer Bier weit bekannt und beliebt. In 144 von 310 Wohnhäusern in Bernau wurde Bier gebraut. Das haben die Bürger damals halt selber gebraut, ne? Bürgerbräu. So ist es kaum verwunderlich, dass das Bernauer Bier während der Begegnung mit den Hussiten am 23. April 1432 von Nutzen gewesen sein soll. Da außer der Tatsache, dass die Hussiten an jedem Tag Bernau nicht eingenommen haben, wenig überliefert ist, häufen sich die unterschiedlichsten Erzählungen. Es gibt zwei Grundvarianten. Der Bernauische heiße Brei macht die Mark hussitenfreier. Wie kann man mit dem heißen Brei herum reden? Ne? Also zur Verteidigung ihrer Stadt gossen die Bernauer heißen Brei, wahrscheinlich Biertreber, den es in Bernau genug gab. Also die gossen den, das was für die von der Bierproduktion übrig war, diesen heißen Brei so von der Stadtmauer. So wie Pech. So wie Pech und Schwefel. Ich vermute ja, das ist meine persönliche Theorie, die haben die Tore aufgemacht und die Jungs zum Umtrug eingeladen. Ja. Und haben sie die einfach abgefüllt. Ja, und das Bier noch vergiftet durch, das ist die zweite Variante, genau. Als die Bernauer, die um den guten Ruf ihres Bieres wussten, den anrückenden Hussiten gewahr wurden, erdachten sie eine List. Sie versetzten mehrere Fässer Bier mit betäubenden Stoffen wie Stechapfel oder Mohn auf einem Fuhrwerk, verließen
diese Bierfässer die Stadtmauern. Die Hussiten entdeckten das Fuhrwerk und erbeuteten das Bier. Durch das vergiftete Bier wurden die Hussiten kampfunfähig. So war es leicht für die Bernauer, ihnen ihre Waffen und Rüstung abzunehmen und die Zerstörung der Stadt zu verhindern. Also quasi so ein umgekehrtes trojanisches Pferd, ne? Ja, aber weißt du, ich finde, dass diese Hussitenkrieger, die wirken auf mich, wenn man das so liest, wirklich als sehr versierte Kämpfer. Also die sehr gut improvisiert haben, die aus wenig viel gemacht haben. Und da fällt es mir schwer zu glauben, dass die auf so eine Liste reingefallen sind, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe auch gelesen, dass die dann einfach, die haben vor diesen Toren Halt gemacht und sind dann einfach auf ihr Rücktour, haben sie weitergeplündert. Das widerspricht auch dieser These. Also die werden schon mit Rüstung weitergeplündert haben und nicht ohne. Ja, kann auch sein, ja. Also die Bernauer Stadtmauer, die steht ja heute noch. Die kann man besichtigen. Das ist eigentlich noch so. Da können wir ja mal hinfahren. Ja, können wir mal machen. Sehr gerne, ja. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu Bernau, dass es vielleicht auch von Albrecht dem Bern gegründet wurde. 1157. Ja, auch ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Ja. Nach einer Jagd in der Heide nördlich von Berlin ließ er sich bei der Rast in einem Gasthof ein Bier ausschenken. Weil ihn dies so außerordentlich gut mundete, soll er beschlossen haben, jetzt an dieser Stelle just eine Stadt zu gründen. Er befahl schließlich den Bewohnern der damaligen Dörfer Schmetzdorf, Lindow und Lüpenitz in die neue Stadt zu ziehen. Diese bekamen den Namen Bernau nach seinem Gründer. Die vorherigen Dörfer verschwanden und blieben nur als kleine, unbedeutende Siedlungen zurück. Das klingt aber auch eher wie eine Gründungslegende. Das ist unter Sagen. Ja, ne? Wollte gerade schon sagen. Das findet sich unter der Rubrik Sagen bei Wikipedia. Das erzählt man, wenn man jemanden in 3 Minuten erklären muss, wie etwas passiert ist. Die Ableitung des Ortsnamens Bernau aus Bär, ebenso wie in Berlin, volksetymologisch, ist wohl nicht richtig. Als am wahrscheinlichsten gilt die Herleitung aus dem slawischen Personennamen Barnim. Genau, ja, und auch nach der Landschaft nördlich von Berlin, wo der Prenzlauer Berg drauf sitzt, an der Barnim-Kante zum Urstromtal. Also darf ich die erste Zwischenzusammenfassung machen? Wir haben über Friedrich den Ersten, beziehungsweise den Sechsten, den ersten Hohenzollern Markgraf, seine Geschichte hast du weitererzählt. Dann haben wir über das Konstanzer Konzil gesprochen. Dort wurde er mit der Mark Brandenburg belehnt, unser Friedrich. Mhm. Dann haben wir über die Hussitenbewegung gesprochen, die Hussitenkriege und Jan Hus, der auf dem Konstanzer Konzil verbrannt wurde, und haben abgeschlossen, weil ja die letzten Kriegshandlungen vor unseren Toren in Bernau stattfanden, mit Bernau und zum Exportschlager, dem Bernauer Bier. Ja, sollen wir noch Ergänzungen machen oder wie weit sind wir? Oder Berichtigungen. Berichtigungen? Sehen. Ach, dann machen wir doch Schluss und erzählen den Rest. Machen wir doch Schluss. Folge, ne? Wir wollen ja auch Fußball gucken. Ja. Ja, also vielleicht. Kann ich dazu noch was sagen, was ich jetzt in der nächsten Folge nicht mehr sagen möchte? Ja, oh Gott, 2 Sachen sage ich noch, dann brauche ich das nächste Folge nicht ansprechen. Ja, also es gab ja noch das Zerwürfnis zwischen Sigismund, ja, das ist gut, und Friedrich dem Ersten, weil Sigismund hat Friedrich dann vorgeworfen, dass er diese Hussitenbewegung nicht so richtig mit Nachdruck verfolgte und so vielleicht klammheimlich sogar ein bisschen sympathisiert hat mit den Ideen der Hussiten. Und Sigismund war natürlich erzkatholisch und wollte Kaiser werden und muss natürlich umsetzen, was die Päpste dann wollten. Dann hat Friedrich hat auch ein Bündnis mit Polen angestrebt, hat er die Tochter verheiratet, das wäre natürlich dann auch ein mächtiges Bündnis gewesen mit den Polen gegen die Hussiten. Das hat aber auch nur so halb funktioniert und Polen, Litauen, das war ja ein Staat damals, später auch noch von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, richtig mächtig. Das hat dann Sigismund aber persönlich genommen, dass er das vielleicht auch als, naja, Bündnis gegen Böhmen hätte benutzen können. Mhm. Eigentlich ging es ja Friedrich nur, die neue Mark wieder zurückzugewinnen, die vom Deutschen Orden verpfändet war. Und dass er da halt irgendwie die Polen zugebraucht hat. Später haben sie sich dann aber wieder vertragen. Es gab noch den Binger Kurverein, so eine Art Ministerpräsidentenkonferenz, wo die ganzen Kurfürsten da eine Gegenstimme zum König-Kaiser haben wollten. Ja, aber dann bei den Vorbereitungen zum Basler Konzil und dann hat dann doch Friedrich wieder Sigismund geholfen. Am Ende waren sie wieder okay miteinander. Ich finde, man kann es auch so beobachten bei Friedrich, dass das ja wirklich ein unglaublich geschickter Diplomat war. Ja, und unglaublich guter Machtpolitiker und sicherlich jemand, der darauf spekuliert hat, auch selber König wollen zu werden. Auf jeden Fall Standard zur Debatte, ja. Okay, Janni. Ja. Ich glaube, dann wären wir soweit durch für heute. Ich guck mal, ob ich noch. Nee, ich glaube, wir machen Schluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war unterhaltsam.